Ein herzlich willkommen zurück zu Let's Play Paper Mario 2, die Legende von Mirrentor. Und im letzten Part haben wir, Peach dabei beobachtet, wie sie sich auszieht. So, und jetzt habe ich alle meine Zuschauer für diesen Part verloren und die gucken jetzt den letzten Part nach. Wir sind hier im ersten Part natürlich wieder hier in Rohlingen angekommen und haben wir natürlich eine Menge zu tun, denn wir haben die neue Fähigkeit des Bootes bekommen. Wir haben einen neuen Partner namens Bomb, im letzten Kapitel halt auch hier, Bart Omp, unseren guten Kollegen, gekriegt. Du hast eine Mail. Wer schreibt mir denn so des Tages einfach so plötzlich? RAD, okay. Der alte Blumengumba, bekannte Parkumba 40, wurde heute im Park von Rohlingen dabei entdeckt, wie er Blumen aus den Beeten pflückt und aß. Seine Antwort auf die strenge Verwarnung: Verzeihung, liebe Blumen. Und auf einmal waren sie in meinem Mund. Okay. Nach Bekanntwerden des unglücklichen Vorfalls zeigt ein Bürger von Rohlingen Mitgefühl für den reuigen Blumenfresser. Heute stellt sich der Laden von Düsseldorf. Der Laden von Düsseldorf. Der Laden wird von einem jungen Ehepaar betrieben und der Inhaber scheint zu fürchten, dass Kunden seiner attraktiven Frau nachstellen. Meine Frau bleibt bei mir. Hier bleibt alles so, wie es ist. So lautet sein Kommentar auf unsere Fragen. Nun, die Liebe dieses Paares wird sicher niemand anzweifeln wollen. Ein Service des Düsseldorfer Shop für RAD, das doppelte Rabattpunkte für den Einkauf in den nächsten 15 Minuten. Ja, nee. Was hast du denn eigentlich anzubieten? Ich habe jede Menge neue Waren. Möchtest du etwas kaufen? Was hast du denn? Kriegsspur verhindert, dass Mario läuft. Bitte was? Was? Warum? Hä? Gelee Royal, oha. Wutbeben ist nice. Tarnkappe ist auch eigentlich nice, aber nee. Das ist nichts Besonderes. Dann gehen wir jetzt nochmal hier mal den Dings abklappern. Was steht hier hinten drauf? Sudelecke. Manchmal ist hatten wir schon. Schade. Na gut. Wir gehen jetzt mal nach links. Wir haben mit Bart Omp da was freizuspringen. Denn ihr erinnert euch, da war noch ein Riss irgendwo. Und. Richtig. Und daran habe ich mich noch einmal irgendwie erinnert gerade. Und ja, dementsprechend ist da halt auch noch hier. So, warte. Oder näher ran. Reicht das? Natürlich reicht das nicht. Komm her. Bleib stehen, Bart Omp. Aber es reicht. Ha, lol. Guck mal nach hinten. Da ist ein Sternsplitter. Ja, lell. Und hier sind Insignien. Apropos Insignien, wir müssen mal wieder aufwerten, ne? Wir müssen mal wieder aufwerten. Lol. Und da laufen die Gasser vorbei. Na, nochmal kurz hier. Ja, wir haben 5141. Okay, mal gucken. 5. Einen haben wir richtig. Ja. Geil. Wir kriegen einen Trostpreis. Ja, vielen Dank auch. Vielen Dank. Hier hinter der Röhre war das, ne? Ja. Nice. So, hier links haben wir jetzt alles erstmal. Ich weiß, wir müssen noch zum Millionentor unser nächstes Ziel rausfinden, aber machen wir noch nicht. Nein, machen wir noch nicht. Wir holen noch was ganz Cooles. Glaube ich. Wenn das jetzt schon stattfindet. Bin mir gerade nicht sicher. Ob man das jetzt schon machen kann. Wir haben auf jeden Fall in der Kanalisation noch was freizusprengen. Apropos aufwerten, wollte ich auch wieder machen. Oh, gut, dass ich dich treffe. Bei der Befragung des Sternen erfuhr ich eine Offenbarung, die dich betrifft. Sie besagt, dort wo einst ein großer Drache war, neben dem Raum mit den leeren schwarzen Box. Jenseits der Stachelfallen ist etwas, das den bärtigen Kameraden hilfreich sein kann. Der Sinn dieser Offenbarung ist mir unklar. Aber mit Sicherheit ist sie für euch von großer Bedeutung. Kommt zurück zu mir, wenn ihr den Sinn verstanden habt. Ja, wir müssen nach Lugardsburg. Wir sehen uns denn bei der Stachelfalle. Yay. Aber noch nicht ganz. Wir haben hier noch was frei. Machen wir jetzt mal schnell. Reicht das? Reicht. Wo kann man denn hier hin? Ah, da hinten. Okay, was ist hier drinne? Was ist hier drinne? Huch, wer bist du denn? Da hat er ein Fass auf dem Kopf.
Willkommen bei Z-Oro, dem Punktetauscher. Hier kannst du deine Fähigkeiten oder den Rang deiner Freunde verändern. Wenn du das willst, geh auf die andere Seite des Tisches. Nee, aber danke der Nachfrage. Krass, dass man das jetzt kann, wisst ihr? Hier war doch diese Säule, ne? Moment. Ja. Weg damit. Hilft uns jetzt aber nichts. Wir müssen jetzt sowieso nach Lugard, zur Bürgersburg. Wir sehen uns dann gleich. Da. Ja. Hier sind wir. Hier erinnert euch, hier waren wir mal. Und dort war ja ein Riss. Da habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, hier gehen wir später nochmal hin. Und jetzt ist später. Ja. Jetzt ist schon später. So schnell geht das. Und bam! Der Secret Jingle. Nice. Ein Ultrapfeil. Frag irgendwen, was das hier bedeuten mag. Okay. Ist hier sonst noch irgendwas? So eine Druckschalter, die ihr wisst schon. Ich glaube nicht, ne? Wir gehen dann wieder zurück zu unserem guten Freund. Der den Aufwert-Guy-Typen, glaube ich. Oh, gut, dass wir hier sind. Hier können wir noch mal was anderes machen. Ich bin ja noch auf dem Rückweg von Lugardsburg. Bin ich noch mal hier. Hier können wir auch noch das Boot aktivieren. Was war denn noch mal hier? Eine Insignie. Geil. Und da können wir ja erst nach dem nächsten Kapitel, glaube ich, hin. Alter, das Spiel hat so viele Secrets und das ist einfach mega gut gemacht, was das angeht. Aber gut, wir sehen uns dann gleich wieder bei Rangus Aufus. Meine Güte. Dieses Abenteuer, ne? So, wir wollen jetzt unsere Charaktere mal aufwerten. Wird auch mal Zeit, ne? Ach ja, ich habe das Ding gefunden. Bitteschön. Was ist das? Was gibt es? Ihr habt den Ultrapfeil? Ja. Der Ultrapfeil. Oh, natürlich. Das hier ist der Ultrastein. Das also ist der Sinn der Offenbarung. Ich hatte völlig vergessen, dass ich ihn damals dort unter Dach eingelagert habe. Damit kann der Rang deiner Freunde noch weiter erhöht werden. Ja, nice. Und der Pfeil sollte einfach nur zeigen, dass du es da oben hattest oder was. Komm vorbei, wann immer du meinen Rang erhöhen und deiner Freunde wünschst. Will ich. Ja, Merlon. Achso, Merlon heißt er. Oh Gott, wir können noch weiter. Ich will aber erstmal hier. Wir haben 15. Wie brauchen wir denn 3, ne? Ich will Bartom erstmal höher machen. Ja. Weil Bartom ist einer der Mitstreiter, die wirklich richtig heftig stark sein werden. Also zumindest sehr, sehr stark. Aufwuss! Kann man nicht überspringen. Oh, nice. Aber Bartom wird unser Tank. Möchte. Ja, bitte. Ich möchte Bartom nämlich nochmal erhöhen. Ja. Gut. Oh, Alter, muss das sein? Ja, wir haben es ja. So, wer ist noch wirklich stark? Ich finde ja, Kupio sollte auf jeden Fall auch erhöht werden, wie ich finde. Tatsächlich. Weil er macht wirklich Schaden, ja. Und solange es nur 3 kostet, ist es ja auch noch alles in Ordnung, ne? Also es kostet immer 3, glaube ich. Na, Kupio. Und wir lernen ja auch neue Fähigkeiten, damit das kann ich halt mehr auch mehr zeigen. Das ist nämlich sehr gut.
Ja. Gumbrina ist auch relativ stark, würde ich sagen. Weil sie kann ja auch gut austeilen, ne? Zum Scannen. Ich meine, sie ist meistens sowieso als erstes mit im Team. Zum Scannen, ne? Dementsprechend sollte sie auch schon was aushalten können. Ja. Und ja, Banzai würde ich auch nochmal einmal. Ne, Barbara, ne? Also was lernen die denn jetzt? Aerona mit Knuschkuss. Aerona will ich nicht benutzen. Banzai lernt Herdenantrieb greift alle Gegner zeitgleich an. Oh, das ist auch nice. Barbara mit Feuerzauber lässt sich alle Gegner lodern. Mit Schwindling wird die alle Gegner schwindelig. Nee, das benutze ich ja kaum, ne? Ich hadere gerade zwischen Banzai und Barbara, ne? Banzai ist halt bessere Wahl tatsächlich. Ja. Definitiv. Definitiv. Auf Fuss. Alter. Ja, ihr müsst da jetzt auch mit mir durch. Ich muss das ja auch schließlich sehen. Ihr habt eben den ganzen Weg zu Lugard nicht mitbekommen, ja? Also bitte. Du darfst dich nun entfernen. Vielen Dank. Wir gehen jetzt allerdings erstmal. Können wir das Ding hier. Warte mal, das ist so eine blaue Dingens. Hier muss doch irgendwo. Ich guck mal kurz hier hinten. Ob dahinter. Eine Bootsstelle ist, oder? Ist da eine Boot. Ja, nice. Da ist eine Bootsstelle. Dann kann man da die Truhe auch nochmal öffnen. Und da drüben ist. Da drüben ist auch eine Insignie. Ja, die holen wir dann gleich, holen wir gleich. Beruhigt euch. Die machen wir, holen wir gleich, machen wir gleich. Erstmal diese Kiste, die in der Ende lächelt. Und hier ist ja. Ist hier was? Nee. So, so. Erstmal bitte lass da was Gutes drin sein. Ein Orden? Lasst Mario 2 Items pro Runde einsetzen. Es ist schon hart mächtig. Oder? Zwei Items pro Runde, das ist schon hart, aber ich meine, wir können eh nicht so viel tragen. Dementsprechend ist das Ordenpunkte-Verschwendung, wenn ich das jetzt benutzen würde, denke ich. Gehe ich davon aus. So, zurück. Und ich bin mir sicher, irgendwie kommen wir darüber noch. Ah. Von hier oben schaffen wir es definitiv nicht. Das ist zu weit. Ah, nice. So, bam. Gratis, Insignie. Und wieder zurück. Ja, da haben wir. Damit haben wir. Oh, die habe ich auch noch nicht geholt. Hinterm Schornstein. Ja, warte, machen wir. Ja, machen wir jetzt. Machen wir noch. Machen wir noch. Wir wissen ja, wie wir aufs Dach kommen. So, gib mal einen Moment. Nee, warte. Hier. Hinterm Schornstein. Ganz vergessen, dass da noch eine war. Ups, Entschuldigung, Banzai. Tut mir leid. Banzai. Sternsplitter. Gut. Dann gehen wir jetzt runter in die Katakomben und suchen unser nächstes Ziel. Also wir wollen ja natürlich unseren nächsten Zielort erfahren. Und wie wir da hingelangen, ne? Das ist sehr wichtig. Das war hier runter, ne? Ich glaube schon. Huch, so. Wir sind auch gleich da. War das hier? Kann ich mir gerade gar nicht vorstellen. Jetzt verlaufe ich mich gerade in den Katakomben. Habe ich mich gerade verlaufen? Ich meine, ein bisschen eine Woche her, ne? Ich meine, ist ein bisschen länger her, wo ich jetzt wieder hier unten war.
Huch! Moment! War bei den Stacheln! Hey, laufen Magikooper rum, was ist los? Und Hammer Bros! Hat er sich gerade seinen Arsch festgehalten? Ich würde gerne scannen, Gumbrina. Was ist hier los? Was passiert mit, nicht da, nein. Was ist das für ein Dude? Das ist ein Hammerbruder. Die Wurfattacken dieser Gegner kennst du schon lange. Ja. Verkenne ich wirklich schon. Wird es schwächer, wirft der Hammerbruder mehrere Hämmer hintereinander. Die Kerle sind starker, sind wie vor ihnen in Acht. Aber woher nehmen sie nur die ganzen Hämmer, die sie immer werfen? Aus ihren Popo. Autsch. Denke ich. So, Gumbrina. Attacke. Na, also 10. Ist schon nicht wirklich wenig. Geld! War, ich bin mir gerade echt unschlüssig, ob hier ein Riss drinne war. Ich hasse diesen Ort, ne? Alter, war das knapp. Nee, hier war kein Riss drinne. Ah. Ich hätte mich auch treffen lassen können, aber das wäre es mir nicht wert. Nee, dann gehen wir weiter runter. Denn, ja. Hier ist nichts mehr. Wir wollen unser Zielort. Unser nächstes Zielort. Ich kenne das Ziel. Ich weiß, wohin wir müssen. Ich weiß es schon. Aber hier war da irgendwo ein Riss. Alter. Ah, ich wollte eigentlich... Tausch die mal aus. Ich wollte hier alles scannen erstmal. So. Alter, geben wir auch schon voll viel Erfahrung. Das ist nice. Und Gumbrina hat einfach mal 30 KP, Alter. Habe ich den jetzt nicht gescannt? Oh, ich bin auch so ein Idiot. Yay, Luigi! Das geht! Solltest du nicht woanders sein? Kraftkurs. Scanner! Das ist ein Kamek. Kamek sind die Elite-Magier des Koopa-Clans. Maximal KP 7, Angriffskraft 4. Mit ihren Zaubertricks können sie uns schaden und ihre Verbündeten heilen. Am besten ist, wir machen die Kamek zuerst fertig, sonst machen sie nur Ärger. Na, ja, hast recht. Wir machen einfach 8 Schaden mit Doppelsprung. Das ist viel. Gut. Und wir kriegen ein Level up. Nice. Und natürlich nehmen wir die Ordenpunkte. Ist dann natürlich klar. Alter, was läuft denn hier alles rum? Ne, um dich kümmern wir im nächsten Part denn, auf dem Rückweg. Oder so. Wir wollen erstmal wissen, wohin wir als nächstes sollen. So. Geben wir erstmal Sternjubel ab und erfahren unseren nächsten Zielort. Was ein spannender Weg hierhin.
Auf der magischen Karte wurde Lager eines Sternjuwels eingetragen. Nice. Gehen wir zurück zu Professor Gumbart. Ja. Machen wir. Oh, ihr werdet euch freuen. Das nächste Sternjuwel ist in Bad Klimmerich. Bad Klimmerich, nice. Bad Klimmerich? Wohnen da nicht die ganzen Reichen und Schönen? Nach meiner Information wird im Klimmertempel ein Stern verehrt. Es gibt dort weder gefährliche Monster noch dunkle Verliese. Bad Klimmerich ist ein sehr geruhsames Touristenstädtchen. Und nach Bad Klimmerich kommt man mit dem... Genau, der berühmte Klimmerliner fährt dorthin. Zu diesem Sternjuwel habt ihr also eine sehr bequeme Reise vor euch. Es mag jedoch sein, dass es etwas Mühe kostet, das Juwel tatsächlich zu bekommen. Aber ich habe gehört, die Fahrkarten für die Klimmerliner wären unerschwinglich. Vielleicht müsst ihr wieder Alpamon bitten. Oh nein, der ist schon wieder. Na gut, was sein muss, muss wohl sein. Gehen wir, Mario. Oh yeah. Also, ihr habt verstanden. Wahrscheinlich haben wir nicht mehr viel Zeit. Und ich brauche auch einige Informationen euch. Also viel Glück. Danke. Danke. Ja, wir gehen nächstes Part zu Alpamon. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal beim Paper Mario 2. Haut rein und tschüss.